Moin Leute, Trimax hier. Wir zocken wieder SnowRunner. Das Game ist mordsgeil. Mit dabei ist Romatra. Und gleich kommt noch Kevin, Papa Platte. Der ist heute auch zum ersten Mal dabei. Der muss gerade noch das Tutorial machen. Schreibt doch mal eure Meinung in die Kommentare zum Game. Viel Spaß bei den Highlights. Ich mache als erstes eine Erkundungstour. Die fühle ich gerade. Wir müssen eine halbe Stunde tot kriegen, bis Papa P dabei ist. Ja, wir können Upgrades sammeln tatsächlich. Ja, lass Upgrades sammeln. Jeder von uns sammelt ein paar Upgrades. Jeder sammelt ein paar Upgrades. Let's go, let's go, let's go, let's go. Ja, stimmt, du kannst ja gar nicht. Wer kommt hier auf die Idee, hier runterzufahren? Guck mal, First-Person-Perspektive. Wer würde denn denken sich, ja, da vorne ist ein Teil, ich fahre jetzt hier mal lang. Und dann siehst du das, dann ist das deine Sicht aus dem Auto. Drehst dich um, ja, als normal, hier auch, sieht gut aus, ich fahre mal weiter. So spielt das Spiel keiner. Alter, so. Dann ist schon wieder. Ich habe einen geheimen tollen See gefunden. Ist geil. Ich habe das Upgrade-Teil. Ich schaff's nicht. Upgrade erhalten. Was ist es? SnowRunner. Ich hab mich geflippt. Junge, so ein bisschen. Oder was? Würdest du die Hintergrundmusik hier, würdest du doch jetzt nicht einfach so bei dir in der Küche anmachen, wenn du kochst? Ja, aber das ist ja nicht. Das ist ja nicht Rock. Also, das ist schon Rock, aber. Was sind denn Rockbands? So, nennen wir eine Rockband. Was Thunderstruck. Du meinst AC/DC. Richtig. Wie bitte? Digga, hier ist ja gar keine Straße. Wie soll man, das schaffe ich auch nicht. Was hast du? Das ist das schwerste Upgrade der Map. Das ist auch genau in der Mitte. Das ist das Herzstück. Ja, aber da ist ja auch einfach ein scheiß See dazwischen. Wieso sieht das Game so derbe realistisch aus? Ich habe jetzt übel Bock, die Füße hier ins Wasser zu halten. Digga, das ist so eine gute Szene hier. Da kriegt man Bock auf Sommer. Wird jetzt hier vor mir ganz tief. Das ist überhaupt nicht tief, sondern optische Enttäuschung! Hm. Ich dachte wirklich, es ist 3 Meter tief! Aber? Das. Mein Reifen war noch nicht mal unter Wasser! Ich wollte mich hier mit einer Winde rüberziehen! Das ist das schwerste Upgrade der Map! Ich war gerade ganz lost gemacht. Ich dachte echt, mein Auto umschlägt sich und säuft völlig ab. Das war ganz flaches, lowes Wasser. Upgrade erhalten. Oh! Das ist ein ganzer Motor. Ich möchte jetzt noch mehr Upgrades holen. Alter, was machst du denn da? Machst du die Doppel-Upgrade? Ah, das eine hast du schon, ne? Das eine habe ich schon, ja. Ja, das ist die Doppel-Upgrade-Strecke. Dann, wer ist denn der Random da? Ja, lass ihn doch rumfahren. Tut doch keinem weh. Aber wer ist denn das? Das ist anscheinend, wenn ich habe die Gruppe auf öffentlich, weil ich ja ein paar Leute nicht in der Friendlist habe. Ach, das kann sogar sein, dass das noch nicht mal ein Zuschauer ist? Ja, das ist kein Zuschauer. Du das ist einfach ein Random. Das ist einfach ein Random, der jetzt hier rumtruckt mit uns. Was auch so witzig ist. Ich lache, wenn das noch nicht mal ein Zuschauer ist. Also wir versuchen immer 10.000 Streams dabei reinzukommen. Jetzt einfach ein Random sagt, oh, das ist ein Game Offener, gehe ich rein. Und daddelt einfach mit uns und fühlt's. Oh, was bin ich denn? What? Das ist das Auto von Ninja. Bist du dumm? Wieso hast du das? Wer ist er denn? Ja, einfach sein Auto gejoinkt. Digga, du bist ein scheiß Boot. Mit 8 Rädern! Ich bin ein scheiß Panzer. Ich glaube, er will, dass ich rausfahre. Er ist sauer. Wieso ist er so schnell? Guck, wie schnell er Gas geben kann und bremsen kann. Er hat das beste Auto. Guck mal, wie sauer er ist. Wie er macht Lichthupe. Lichthupe, was ein Assi. Ich mach den linken Beobachtungsturm und hol das Upgrade. Wachturm geöffnet. 50 Stars. Ohne Witz, die Brücken hier sind fast das Gefährlichste. Du kannst durch jeden Fluss durchfahren ohne Probleme. Aber die Brücke. Mhm. Die lässt dich flippen. Die Brücke lässt dich flippen. Also, ich fahre lieber über einen kleinen Mini-Huggel und über. Wieso bin ich denn so stuck? Oh mein Gott, die Handbremse! Ich stelle mich immer. Ich bin gerade, ohne Witz, ich bin gerade durch den Fluss und die ganze Strecke mit Handbremse gefahren. Ich denke, was ist mit meinem Motor los? Oh mein Gott, hat's bei Rumatras an der Türe geklingelt und du hast Ärger bekommen? Sei ehrlich, Rumatra. Nein, mein Dad hat. Ich habe selber kein Amazon Prime, okay? Ja. Ja, ja. Und deswegen habe ich mir dieses Lenkrad halt über Junge. Das Familien-Amazon bestellt. Man hat aber nur ich gehört, 280 Euro. Du hast Ärger bekommen gerade. Nein, das war kein Ärger. Das war der Ärgerton. Natürlich hast du Ärger gerade bekommen. Mein Dad hat halt gedacht, ich habe wieder auf seine Kreditkarte einfach Cash schon wieder alleine. Machst du das regelmäßig oder was? Ja,
ab und zu mal so mal so ein Supplement oder so. Assi, so und dann, Whey, so und wer zahlt das dann? Dein Vater. Ja, ganz einfach. Der kriegt doch mein Kindergeld seit 25 Jahren. Ja, aber du kannst da doch wohnen umsonst. Ja, kann das mal kurz ausrechnen, wie viel 25 Jahre lang Kindergeld sind? Weißt du, wie teuer ein Kind ist? Ein Kind kostet über eine Million. Lifetime-Spanne gesehen. Und du, Rich Kid, warst locker teurer. Lifetime-Spanne gesehen, laberst du mal wieder Scheiße. Das ist das Einzige. Was kostet ein Kind bis 18 ist? Mag das mal jemand ausrechnen? 300.000, ja, 300.000. Und du musstest immer die geilsten und teuersten Schuhe haben und Klamotten. So ein Bullshit. Wie Gott sagt, der mit der 60.000 Euro Rolex im Arm. Ja, das sind nicht von meinen Eltern. Ja, aber deine Eltern gehen regelmäßig in ihre Privathäuser auf was weiß ich wo überall. Es ist so, dass ich tatsächlich mein Kindergeld zurückzahlen musste. Wie? Ich musste mein Kindergeld zurückzahlen. An den Staat? Ja. Warum? Ach, weil du da schon Millionär warst, okay. Ja, das ist aber auch richtig. Ich hab halt, das ist schon ein bisschen her, aber ich musste irgendwie 7 Monate Kindergeld zurückzahlen. Das war dann doch irgendwie schon ein Sümmchen, wo ich mir denke, so, Alter, was soll das? Ich war eben noch Student und dann meintet ihr, alles ist normal. Und jetzt muss ich auf einmal mein ganzes Kindergeld zurückbezahlen. Ich musste auch das Kindergeld zurückbezahlen, da wo ich halt noch Student war und zu Hause gelebt habe, wo man eigentlich noch Kindergeld berechtigt ist. Ja. Ich fahre aber auch hier 70 Tonnen. Und nicht so ein kleines... Oh, hier will ich jetzt nicht fett feststecken. Feststecken? Komm schon. Let's go. Ich hab den schwerster Wachturm geöffnet. Kein sichtbarer Windenpunkt. Ich vergesse auch immer wieder, wie stark dieses scheiß Auto ist. Upgrade erhalten. Gubi, jetzt hole ich das maximal aus dem Auto jetzt hier raus. Ich mache jetzt das volle Programm, okay? Mhm. So, Handbremse ziehen. Lastengang rein. Differentialsperre an. Handbremse raus. Gas geben. Alter! Das ist halt Wahnsinn. Das ist halt Wahnsinn, dass ich so ein guter Spieler in dem Game bin. Krass. Ich bin auf Mount Everest, ich hab's geschafft. Danke, Karl. Ja, irgendwo immer Brücken bauen, ganz geil. Oh ja, hätte ich auch Bock drauf. Oh, Alter, Max, du hast ja übel den geilen Truck. Also so Jeep oder was das ist. Ja, ja, den kann man für 5 Euro kaufen. Leider das Einzige, was man in dem Game Real Geld kaufen kann. Buddy, du willst mir sagen, du hast echt Geld nochmal additional oben. Ja, Digga, für 5 Euro, guck, was der kann. Ja, rumfahren halt. Ja, aber guck mal, auch... Weiß ich nicht, das ist doch krass, oder? Ja, geht für 5 Euro jetzt so. Also, das Game kostet schon irgendwie 50 Euro oder so. Wir erkunden die Karte, sammeln die Wachtürme ein, die Upgrades und bauen dann eine Brücke. Das ist der Plan für heute. Ich hoffe, dass man da langkommt. Wir erkunden erstmal die Karte. Ja, wir könnten auch über diese, siehst du dieses kleine Stück, was auf diese Insel das führt? Das ist ja in crazy, der Mitte? Oder? Nee, lass machen. Das ist Action. Echt? Ist Content, denke ja, ich. Ja, okay, aber, ja, okay. Ich glaube, der Weg ist mehr Content, Alter. Okay, ich bin dabei. Mein Motor ist gleich im Arsch. Nee. Nein. Junge, du gibst aber auch Vollgas, du kannst auch bremsen. Ja, nee, bremsen ist für Loser. Wer zuerst flippt, ist scheiße. Okay, ich flipp nicht. Das war ganz schön knapp. Matra, wie sieht's bei dir aus? Bei mir ist alles easy, und bei dir? Nicht crashen, keiner behindert. Oh, Max, flipp. Oh, rechts. Nicht behindern, Matra. Wir müssen hier rechts, Jungs, hallo? Ja, du bist der... Was macht ihr da? Ja, Romat hat mich bestiegen, ganz weird. Ja, ich hasse es, wenn er das macht. Immer das Gleiche mit Immer Romatra. Das Gleiche mit Romatra. Okay. Hast du Schlammreifen drauf oder hast du noch Autobahnreifen? Ganz normale, denke ich. Ja, Autobahnreifen. Ja, bin dran. Boah, Ehrenmann, Alter, Beste. Alter, das ist ziemlich cool, lang Digga, zu fahren. Romatra hat ja ultra die heftige Karre. Ja, ja, der hat 90.000 gekostet, Alter. Ganz weirder Flex, der Typ. Mein Auto kostet zum Beispiel nur 21.000, Romatras Karre 90.000. Nein, nicht flippen. Dann, ja, wenn du flippst, müssen wir alles von vorne fahren. Komm her, Max. Alter. Du Schwein. Du ziehst mich jetzt hier raus. Oh, es funktioniert sogar. Holy shit.
Digga, ja, Power habe ich, Alter. Yo, Alter! Da haben sich die 5 Euro gelohnt, Junge. Holy shit! Ich komme nicht mehr raus. Nee, was machst du denn da, Rumatra? Ich hol den Scheiß, ich hol den. Junge, hol den. Max, die Karre ist ja geisteskrank. Ja, die ist solid auf jeden Fall. Schieb es mir hinten rein. Ich dock jetzt an. Jungs, ist alles in Ordnung bei euch? Ich bin angedockt. Ja, jetzt schieben. Okay. Scheiße, wir müssen aufpassen. Hier ist alles voll jetzt. Boah, ist aber das hier. True. Kannst du es nicht einladen? Ja, dann brauchen wir wahrscheinlich einen Kran oder so zum Bergen. Schade, aber guter Versuch. Schade. Ja, zieh mich erstmal raus. Hör mich raus hier. Rein, Rumatra. Und ich mach mal hier Lastengang. Warte. Differentialsperre an. Jetzt komm mal raus da. Hat die Handbremse ab und zu einen Sinn, außer wenn man jetzt halt stehen möchte? Nö. Hast du geschafft, Rumatra? Ja, ne? Ich denke ja. Du hast selber den Mörder-Truck. Ja, das ist gut. Rumatra hat ihn schon. Entdeckt. Boah, wild. Alter, ihr müsst hier hochkommen und euch die Aussicht reinziehen. Ja, 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 ja. Ihr müsst hier hochkommen. Okay, wir müssen da kurz hochfahren. Differentialsperre als Upgrade erhalten. Für folgende Trucks. Der GMC MH9500. Okay. Au. Boah. Okay. Huh, ich hab's geschafft. Let's go. Chillige Aussicht. Wild. Die Aussicht ist ja ultra heftig. Mhm. Die Grafik von dem Game ist generell einfach ultra sick. Alright, kurze Trucker-Pause. Ja, Mann, erstmal ein Bierchen zippen. Oh mein Gott, ich dachte gerade, ich bin Rumatra. Ich war so lost gerade. Ich habe auf die Karte geguckt und ich dachte, ich wäre du. Okay, okay. Ist das hier so eine Art Weg, wo ich gerade langfahre? Ach nee. Ist das so eine Art Weg, wo ich hier langfahre? Fährt ein Wald rein, knallt den Baum. Ey, Bro, lass mal versuchen, auf den Weg zu kommen links, oder? Oh ja, chillig. Einfach weil das hier eine Straße ist, doch dumm, jetzt gerade so durch den Wald zu fucken. Ja, ja. Durch den Wald zu fucken, das trifft's gut. Ich hab mich festgefahren. Digga, Kevin gibt nicht auf, der fährt hier in den matschigsten Berg hoch. Bruder, ey. Ich fahr auch durch das Wasser da vorne. So, ich bin am Auftrag. Aufgabe anzeigen, was brauchen wir? Ihr müsst einen Reparaturanhänger mitnehmen. Oh mein Gott. Das ist ein Auftrag, der ist noch gar nicht für uns gemacht. Wir haben gar keinen Reparaturanhänger dabei. Ja. Well played, guys. Wir brauchen einen absoluten Late-Game-Anhänger für das Ding. Das heißt, was machen wir jetzt? Wir reparieren irgendeine Brücke. Ja, wir gehen zurück zur Brücke. Das war nichts. Rumatra? Mhm. Du nimmst den Auftrag an. Der ist direkt neben uns. Straßensperre. Welcher? Ach, den. Genau. Und dann musst du nur zweimal Ersatzteile holen. Das machst du hier rechts, direkt neben uns am Lager. So machen wir das, Rumatra. Du machst die Straßensperre, dann haben wir die Straßensperre und die Holzbrücke gleichzeitig. Das ist direkt nebeneinander. Das ist top. Let's go. Stimmt, was ihr machen könnt, ist, Max, du holst deinen fetten Truck aus der Werkstatt und lässt ihn Kevin fahren. Das geht. Kevin kann fahren. Oh, das wäre mega smart. Wollen wir das machen? Das solltet ihr machen. Dann müssen wir es jetzt instant machen. Ja, dann macht das instant. Fahrt nochmal zurück, bergt euch beide. Geht in Bergen, ne? Oh, Baba. Stellt euch vor, ihr habt einfach eine G-Klasse, die viel kleiner ist und viel schneller sein sollte und ihr suckt einfach. Oh, Junge! Was? Ey, dreh, du musst mich drehen. Komplett gebumst, Alter. Du musst mich wieder... Da ging gar nichts. Ich hab mich halt mit dem Stier angelegt und dann muss ich auch die Hörner spüren, ne? So, du musst jetzt einfach. Nimm nicht einfach. Na, jetzt hat mein Auto. Oh. Ja, ja, ja. Nein, wir hatten's fast. Das war's fast. Ist ja auch kein Problem, wenn die Autos kaputt gehen, wir uns gegenseitig rammen. Sind ja beides meine Autos. True. Du kannst auch genau aussuchen, wo der Windenpunkt. Ja, ja, weiß ich. Warum machst du ihn dann unter mich dran? Wieso machst du das nicht oben an meiner Oder Kante? Vertrau mir einfach mal. Mein Auto geht gut kaputt. Ach, kriegst du die ganze Zeit Damage? Ja, ja, klar. So. Okay, warte. Er zieht mich einfach die Autobahn lang. Du kannst auch. Ah, ist die falsche Seite? Du kannst auch die Winde oben. Naja, weiß ich eigentlich. Ist nicht ein bisschen falsch gedreht? Jetzt vielleicht? Oh, kommt der? Nochmal umschlagen, okay. Nochmal mehr verdellt.
So, und jetzt machst du ab. Jetzt machst du oben fest, genau, dann ist easy. Ah, ich muss ein Stück zurück. Wir kriegen das hin, Bruder, wir kriegen das hin. Motor abgesoffen, steht bei mir ganz nur. So, jetzt aber. Und, komm. Let's go. Boom. Ist nicht dein Ernst, Digga. Du hast zu viel Speed. Boom. Fix. Und nochmal 4 Schaden, jetzt stehe ich aber wieder. Ja. Motor anmachen, let's go. Ey, guck mal, wie dreckig ich bin und wie verdellt mein ganzes Dach ist. Es ist einfach alles Schrott. Ich bin 2 Minuten mit Kevin unterwegs und ich habe 2 Autos mit Totalschaden. Stimmt, was ist das? Das ist nicht angezeigt auf der Karte. Fahr mal da rein. Ich weiß, das ist ein Upgrade-Teil. Das ist nicht auf der Karte. Auch? Ja, Upgrade entdeckt. Nice, good job. Erhöht. Oh. Müssen wir jetzt einfach hier zu diesem komischen Wagen hier rein, oder was? Ja, aber chill mal kurz. Romatra, nimm erstmal den Auftrag an, Holzbrücke. Noch nicht hinfahren, Kevin. Wir müssen erst einen Auftrag annehmen. Nein, ihr könnt das ohne mich machen. Das geht auch ohne mich. Probiert mal. Liefert einfach ab. Liefert mal einfach. Leistet mal ein bisschen was. Ach, reinfahren und abliefern. Ach, Bruder, ich fahr wie so ein Stück Scheiße gerade. Er schafft's nicht. Romatra, das dauert noch ein paar Minuten. Minuten wahrscheinlich. Angenommen. Achso, und jetzt hier wegbringen. Okay. Hast du Quest bekommen, Romata? Ich hab sie nicht. Okay, boom. Let's go. Nice. Das ist die Holzbrücke, oh Gott. Oh Gott, die sind ja nicht so stabil. Oh Gott, lass doch lieber außen rumfahren. Lass mal alles auf diese Holzbrücke. Wir machen jetzt Stabilitätstest bei der Holzbrücke. Ich hab jetzt, alle, alle drauf. Fahr da mal rüber. Die hat ja, easy, gar kein Problem. Okay, fahr rüber. Hält die uns auch beide aus? Safe. Ah, moin, Meister. Lichthupe geben. Gut, weiter. Also so vom Gefühl her bist du älter, Romatra. Ah, dein mentales Alter ist älter. Ja, Romatra ist schon übel durch mit dem Leben. Der hat schon Midlife-Crisis hinter sich und alles. Das ist, ich hab's das erste Mal gesehen, aber ich hab dich auf 32 geschätzt. Und dann kommt raus, er ist 10 Jahre jünger. Okay, gut. Wir zocken weiter. Und dann am krassesten sind ja tatsächlich die Schneegebiete. Deswegen heißt das Game ja auch Snowrunner. Ja, genau. Ich wollte Ultra-Schnee. Also das lass uns nächstes Mal machen. Dann. Okay, machen wir. Safe. Dann fahren wir direkt nach Alaska.